jetzt. Das heißt, wir haben keine langen Phasen, sondern wir haben ganz kurze, prägnante, harte Phasen, die wir jetzt erst brauchen. Das nennt sich Pop-In. Fangen an aus dem Oberkörper, indem wir zweimal unseren Brustkorb nach oben geben. Das machen wir aber nicht, indem wir die Schulter nach hinten ziehen, sondern indem wir den Brustkorb hochziehen. Das heißt, es sieht so aus. Die Schulter geht so mit, aber das geht nur aus diesem Rhythmus heraus. Also es macht nicht die Schulter. Wir gehen das nach. Wir probieren, wir gehen hoch, hoch. Wir gehen einmal in Richtung rechts, der Körper mehr, und einmal mehr in Richtung links. Das heißt, wir gehen einmal hier hoch, das heißt, wir haben eins, nach links, zwei. Sehr schön. Das zweite, dasselbe machen wir jetzt nochmal mit den Armen. Indem wir den rechten Arm hochheben, der spannt auch an. Und der linke spannt auch an. Dabei setzen wir jetzt unsere Füße nach vorne. Das heißt, wenn der rechte Arm hebt, gehen wir mit rechts nach vorne. Wenn sich der linke hebt, gehen wir mit links nach vorne. Probieren wir das in Zusammenhang mit. Wir fangen ganz normal hier vorne an. Wir haben hier die 1, die 2, die 3 und die 4. Rechts, links, rechts, links. Wir springen über Kreuz, das nennt man Crisscross. Über Kreuz, drehen uns. Also der letzte Schritt, das ist die Nummer 8, ist, wir gehen auf unsere Zehenspitzen hoch und das ganz schnell, das poppt auch, wir poppen hoch. Gucken wir mal nach vorne, wir poppen hoch und das machen wir, indem wir unsere Arme nehmen und nach unten drücken. Ganz kurz, und dabei gehen wir runter. Das heißt, wir gehen halt runter. Also wenn wir hier hochgehen, wir haben 7, 8 und 1, 2, das 1, 2 machen wir unten. 1, 2, 3, 4 springen wir. Das heißt, wir führen die Beine zusammen. Springen einmal nach links und nach rechts. Wenn wir hier sind, wir springen auf rechts. Springen rechts. Die Arme sind oben über Kreuz. Genau. Rechts und links. Springen wieder auf rechts. Lass uns ein bisschen einkleben und springen wieder rüber. Ich zeige es euch einmal gerade noch. Wir springen quasi rechts, links, rechts und rechts, okay? Und jetzt geht es direkt mit und los. Das heißt, wir warten nicht, sondern sobald wir hier ankommen, schieben wir das rechte Bein raus. Und das nennt man ein Slide. Das ist das nächste. Slide bedeutet, dass der Fuß rutscht. Deswegen muss der Fuß auch immer gestreckt sein. Der Fuß und das Bein. Sehen wir hier. Immer schön quasi nur mit der Fußspitze vorne mit dem Zeh den Boden rühren. Das ist richtig so schön rutscht. Und das machen wir jetzt aber nach vorne. Das heißt, wir sind angekommen. Wir schieben direkt nach vorne und zack. Jetzt sehen wir, jetzt sind die Beine zusammen, ne? Wenn wir die anfangen. Jetzt gehen wir auf kurz. Einfach zur Seite schieben die Beine. Dann sehen wir noch in die andere Richtung. Vorne und auf. Und dasselbe nochmal. Vorne und auf. Und